Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Tutorial, bei dem ich klären möchte, warum ein Generator bei Belastung gebremst wird, warum er also schwerer läuft, wenn er belastet wird. Im letzten Video haben wir gesehen, dass ein Generator, wenn er so wie hier linksrum oben gedreht wird, rechtsrum unten, das heißt entgegen der Uhrzeigerrichtung gedreht wird, dann wird eine Spannung induziert, so dass wir oben eine positive Spannung bekommen und unten eine negative Spannung. Wenn wir den Generator jetzt belasten, also hier einen Widerstand anschließen, dann fließt durch den Widerstand ein Strom. Der thermische Strom fließt von Plus durch den Widerstand nach Minus. Und der Weg wird im Prinzip durchgeführt durch den Generator, dass der Strom entsprechend so rumfließt. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was für ein Magnetfeld von dem fließenden Strom hervorgerufen wird, dann sieht man, dass hier an der unteren Seite ein Magnetfeld errichtet wird, was letztendlich hier rechtsrum, also im Uhrzeigersinn, gerichtet ist und oben entsprechend gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir uns jetzt die rechte Seite mal anschauen, dann haben wir auf der rechten Seite des Leiters eine Magnetfeldstärkung. Das heißt, wir haben ja das äußere Magnetfeld vom Nord- zum Südpol und hier unten nochmal von dem Leiter das Magnetfeld auf der rechten Seite von oben nach unten gerichtet, sodass sich das Magnetfeld auf der rechten Seite verstärkt wird und auf der linken Seite geschwächt wird. Das heißt, die Kraft, die letztendlich auf diesen Leiter wirkt, die wirkt nach links und oben entsprechend umgekehrt, dass wir unten eine Kraft nach links haben, oben eine Kraft nach rechts. Und was man daran sieht, dass die Kraft letztendlich der vorherigen Bewegung entgegengesetzt ist. Das heißt, die Kraft wirkt der Bewegung entgegen, also wird der Generator gebremst bei Belastung.